Halloalli und herzlich willkommen bei Schmurmaus TV, die Sendung mit der Schmurmaus. Ich bin Matze LK, die Schmurmaus. Ich werde heute mal nicht kochen. Ich möchte heute ein Kochgerät vorstellen, was ich mir vor kurzem angeschafft habe und was mich wirklich begeistert. Ja, und das ist mein neues Kochgerät, ein Crockpot. Ist ein ganz tolles Gerät, ich bin ziemlich begeistert. Ich habe schon einige Gerichte damit gemacht. Ist es natürlich nur zum Schmoren geeignet oder zum Dämpfen, relativ schonend. Ist es also nicht möglich, in diesem Gerät jedenfalls nicht möglich, da anzubraten oder eine farbige Kruste auf dem Fleisch zu erreichen. Ja, wie ist dieses Gerät eigentlich aufgebaut? Relativ simpel, es besteht aus einem Außentopf, das ist Aluminium, da sind Heizschlaufen drin. Dann ist hier vorne ein Drehregler, da kann man auf Low, das sollten so 75 bis 85 Grad sein. Dann auf High, das sollten 95 bis unter 100 Grad noch sein. Und dann kann man hier nochmal warm halten. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, bei welcher Temperatur das geschieht. Dann haben wir hier diesen schwarzen Topf, der ist hier so reingestellt. Oder rein, der liegt auf der Kante reingehangen. Der hat auch keine direkte Verbindung mit dem Außentopf. Da ist immer noch eine kleine Luftschicht zwischendurch. Ja, diese Luftschicht verhindert halt, dass es zu warm wird. Das Ganze heizt sich also durch diese dicke Keramik relativ gut auf und verteilt die Wärme sehr gleichmäßig. Ja, dann ist hier der Deckel. Dieser Deckel liegt hier relativ locker auf, schließt aber prima dicht ab. Das ist also so, dass innerhalb dieses Topfes eine heiße, feuchte Kammer entsteht, die das Fleisch oder was auch immer da drin sein mag, wunderschön gart. Und wenn es halt irgendwie mal ein Eintopf ist oder ähnliches, dann ist der Topf ja sowieso relativ voll. Das heißt, die Wärme wird dann von allen Seiten richtig schön an den Eintopf abgegeben und es wird relativ schonend gegart. Ja, dann hat man hier halt auch noch ein Kabel mit dran. Das ist also schon alles. Mehr hat man an diesem Gerät an Technik nicht. Ja, dieser Glasdeckel, der ist relativ einfach gestaltet, aber er funktioniert prima. Ich will jetzt hier nochmal kurz den Topf als solches zeigen. Ja, der ist wirklich relativ dick, relativ schwer. Kann man auch tatsächlich so auf den Tisch stellen. Kann man durchaus machen. Sieht nicht wirklich hässlich aus. Ja, und dieses Gerät, wie gesagt, das ist dieser mit den Heizelementen, die hier überall sind. Die Wärme, die wird halt über Strahlungswärme an den Topf abgegeben und verteilt sich dann in dem Topf oder auf dem Topf relativ gleichmäßig. Ja, das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Dieser Topf hier hat 3,5 Liter Fassungsvermögen. Das ist durchaus ausreichend für ja, 2 Erwachsene, 2 Kinder, auch 3 Erwachsene. Man wird durchaus satt, wenn man da eine Bolognese drin macht. Das ist natürlich reichlich. Da kann man also durchaus ein Kilo Hackfleisch verarbeiten. Oder man macht einen Pulled Pork, da nimmt man dann so 1 bis 1,5 Kilo Fleisch. Ja, wenn man dann noch eine Beilage hat, dann ist das natürlich schon mehr als für nur 2 bis 3 Personen. Also ich bin wirklich begeistert, das Gerät ist wirklich nicht teuer und ideal auch, wenn man also arbeiten geht und von morgens das Gerät anschaltet, weil die Speisen, die man darin zubereitet, so 6-8 Stunden durchaus dauern. Zum Teil gehen sie aber auch bis 14 Stunden hoch. Ja, ich kann jedem nur raten, einfach mal so ein Ding auszuprobieren. Vielleicht ist ja in der Freundschaft, Bekanntschaft jemand, der so ein Gerät hat, dass man sich das mal ausleihen kann und einfach mal ausprobiert. Ich werde jetzt in Zukunft mehrere Gerichte mit diesem Crockpot zubereiten. Ich werde so eine kleine Serie daraus machen. Wenn jemand irgendwie Interesse an einem speziellen Rezept hat, was ich mal vorstellen soll, kann er mir das gerne mal per Kommentar unten mitteilen. Ich werde dann mal sehen, dass ich das irgendwie umsetze. Ja, ich wünsche jedenfalls viel Spaß bei meinen Crockpot-Sendungen, meinen Crockpot-Videos. Wünsche immer einen guten Appetit und bis bald. Tschüss!